Treffen Sie sich mit Jabba the Hutt. Wir sind hier beim letzten Level der Ultimate Sith Edition auf Tatooine und sollen Jabba the Hutt ausfindig machen, weil wir an die Pläne des Todessterns ran wollen, die C3PO und R2D2 die Droiden gestohlen haben, und wir müssen sie für den Imperator zurück in die Hände des Ministeriums bringen. Oder des Imperiums vielmehr. Der allmächtige und gütige Jabba würde gerne. Das Imperium sucht nach zwei Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreisen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Sir, Garinden berichtete, dass er zwei solcher Droiden in Mos Eisley gesehen hat. Master! Tja, Boba Fett auch am Start, habe ich gesehen. Jabbas Rancor. Fliehen Sie vor dem Rancor. Tja, ich hatte es in der letzten Folge prophezeit. Geschäftliche Unterredungen mit Jabba the Hutt enden, glaube ich, öfter mal im Rancor-Käfig. So, erstmal Fett in die Fresse. Alter, okay. Das hat wehgetan. Ich lasse ihn am besten erstmal die Gamorreaner killen. Okay. Das macht jetzt nicht so viel Damage, wie ich mir erhofft hatte. Alter. Wow, wow, wow. Da habe ich mich aber gerade dezent erschrocken. Ich dachte, er wäre noch ein bisschen weiter weg. Zack, das sollte gesessen haben. So, eigentlich wollte ich mal einen krassen Nichtschwertwurf. Jo, das hat gesessen. Was könnten wir nochmal machen? Ich weiß nicht, ob ihn das irgendwie beeindruckt. Sieht nicht so aus, aber der Kampf ist bisher nicht so schwer. Gegen einen einzelnen Rancor geht das wirklich klar. Tja, Jungchen. Okay, nicht ja, Jungchen. Das tat jetzt weh. Aber wir haben ja noch das eine. Komm, komm, komm. Sehr gut. Das eine Holocron da. Komm ran, Junge. Zwei sogar, wenn ich das richtig sehe. So, ich hole mir jetzt mal das erste. Auch wenn der Typ fast down ist. Unverwundbarkeit. Das ist doch mal was. Zack. Erledigt. Okay, jetzt scheinen wir einen Weg hier rausfinden zu müssen. Würde ich mal vorschlagen zumindest. Unbegrenzte Energie und Verwundbarkeit. Das ist eine ganz gute Kombo. So. Dann wollen wir das hier mal aus den Angeln heben. Und das war Jabbas Rancor. Ladies. Ich werde ihn nicht gern so empfangen. Flüchten Sie nach Mos Eisley. Ja, da sollen ja die Droiden gesehen worden sein. Okay, okay, ist okay. Ey. Typen halten wirklich was aus. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier ein bisschen Raum gewinnen. Zack. Bedienfeld für die Tür, habe ich mir gemerkt. Ja, Tatsache. Zack. Das Bedienfeld ist mal außer Bedienstung gesetzt. Stirb, Junge. Boah, was halten die denn aus? So. Wollen wir mal den Gamorreaner außer Kraft setzen? Die Wackway-Wache auch. So, das sind die Javas. Ja, die können wir befreien. Müssen wir jetzt nicht zwingend umlegen. Aber eigentlich sind wir ja Starkiller, ne?
Zeugen können wir nicht gebrauchen, Leute. Es tut mir leid, auch wenn ihr Gefangene seid. Wenn wir böse Seite spielen, dann auch richtig. Das ist merkwürdig. Wie komme ich da durch? So anscheinend nicht. So. So, du kleiner Wackway-Affe da hinten. Zack. Komm, stirb jetzt, Mann. Ich sagte, stirb. Also diese Gamorreaner, diese kleinen Schweine halten wirklich für meine Begriffe etwas viel aus, aber gut. Momentan kommen wir echt gut durch das Level, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist bisher auch noch nicht so schwer, finde ich. Fliehen Sie nach Mos Eisley. Ja, Mos Eisley, die berüchtigte Kantine. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kantinenmusik zu hören bekommen. Komm, steh auf, Junge. Steh doch auf. Ups, war ich das? So, du machst mal, drückst mal ein Auge zu für mich. Okay, die können wir unter Power setzen, das ist natürlich ganz geil. Alter, wo kommst du denn her, Junge? Okay, ich würde hier gerne in Deckung. So, geh du mal da hinten auf die Typen drauf. So, den haben wir ein bisschen geschockt, Dings. Level Up ist auch mit am Start. Die Tür können wir auch mal kurz rausholen. Ach. Wen haben wir denn hier? Rodianische Gefangene. Oh, und ein... Hallo? Ein Holocron eigentlich. Kamuki. Ich will es dir mal nicht so schwer machen. Komm raus da. Ich erlöse dich von deinem Leid. Alter, wie hält der aus? So, unbegrenzte Energie. Das will ich nutzen. Eigentlich. So, kaputt machen. Alter Schwede. Boah, die teilen ja richtig gut aus. Da müssen wir jetzt... Alter, aufpassen. Ich würde hier gern durch. Boah, heilige Mutter. Würdest du mir ein bisschen Leben geben, Junge? So, von dir auch ein bisschen Leben. Okay. Dann würde ich vorschlagen, reißen wir die Tür mal raus. Hoffen, dass der Wookie uns ein bisschen Hilfe verschafft. So, das Ding auch mal kaputt gemacht. Hier können wir einen Durchbruch wagen. Können wir hier auch einen Durchbruch wagen? Nee. Könnten da mal aufmachen. Kurz das Leben von den Java-Gefangenen holen. Ist natürlich die Frage. Zack, das war er. Hier kommen wir durch die Mauer durch. Guck mal eine an. So können wir uns natürlich vorbereiten, ohne da... Wie bitte? Hast du was gesagt? So, ihr kleinen Stricher. Jetzt ist Schluss hier mit Geballer. Okay, lassen wir erstmal den Wookie machen. Und jetzt leidet ihr alle.
Gott, Jungs, wir können uns doch mit allem einigen. So. Du zuerst. Ich weiß gar nicht, ob man die Gefangenen hier überhaupt töten sollte, ob das Sinn macht. Wobei, ist immer die Frage, was ist, ob es Sinn macht, Gefangene zu killen, ne? Ich will jetzt nur kurz gucken, ob wir alle Räume abgegrast haben, falls ich noch ein Volokon übersehen habe. Hier, du Java. Was ist denn das Java? Meine Güte. Ich brauche ein bisschen Leben, Kollege, das verstehst du doch sicher. So. Ja, genau deswegen wollte ich nämlich nochmal nachgucken. Hier ist nämlich noch ein Holocron drin. So. Da haben wir alles. Hier haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir einen Durchbruch gemacht. Hier sieht's gut aus. Jo. Das sieht mir noch nach einem gut absolvierten Abschnitt aus. Gut, den Wookie lassen wir jetzt mal, auch wenn wir ihn schon angegriffen haben. Nee, ich befürchte, das kommt von der Seite. Immer noch am Start. Meine Güte. Zack, gamorianische Wache. Gesundheitsentzugsaura. Das ist doch mal was Feines. Wollen wir doch damit mal schnell vorrushen. Das will ich mal hoffen. Oder auch nicht. So, dann holen wir uns halt die Droiden, wie der Starkiller will. Was ist das jetzt hier Schönes? Hier haben wir einen Kessel. Und damit können wir das aufheben. Haben wir hier? Abspackenden Droiden. Was soll denn das hier sein, dieser Raum? Also, ich raff irgendwie nicht, was der Sinn dieses Raumes ist. Schmiede, ist das hier irgendwie. Ja, was Droidenschmiede? Okay, damit können wir irgendwas machen. Damit können wir nichts machen. Das können wir so weit rausziehen, aber da tut sich nichts. Ich würde jetzt hier auch keinen Ort sehen, wo irgendwie ein Holocron versteckt ist. Wenn ihr wisst, wofür dieser Raum ist, ich habe es jetzt nicht gerafft, aber egal. Weiter geht's. Ah. Scheint mir ein relativ kranker Druide zu sein. Wollen wir mal gucken, ob wir dem aufs Maul hauen können. Doch so eine imperiale Aufräumtruppe für Arme. Hallo, ich würde da gerne hoch, um erstmal diesen Affen hier aus dem Maul zu geben. Dann können wir uns dir widmen. So. Das ist jetzt alles, was die gegen uns schicken. Das ist doch relativ mau. Oder? Ich weiß nicht, ob die gleich nochmal reaktiviert werden. Aber insgesamt hätte ich mir doch da schon Stärkeres erwartet. Na komm her, Kollege. Hm? Ich überlege gerade, wie wir ihn finishen, aber ich finde dieses Finishen. Alter. Weißt du nicht, wo dein Platz ist? Geknackter Reinigungssoldat. Das ist ja auch mal interessant. Dann haben wir jetzt hier oben wieder Spagnus.
ganz offensichtlich. So, Weakway-Wache. Jungs, also wirklich. Wir können noch über alles reden. Ach, zwei von den Pennern jetzt. Ist natürlich nicht so nett. Da kommen jetzt immer wieder neue, oder was? Das ist zugegebenermaßen nicht so ein Easy-Kampf, aber ich würde tatsächlich vorschlagen, wir dealen den Kollegen hier unten mal ein bisschen Damage. Gucken dann. Alter. Wow, 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 wow. Die auch einfach mal gar kein Leben regenerieren konnten. Damit hatte ich fast gerechnet. Okay. Scheint eine eklige Stelle zu sein.